Wenn man auf Allah Azzawajal schwört, was soll man tun, wenn man diesen Schwur nicht einhält? Liebe Geschwister, erstmal sollte man davon ablassen, auf Allah zu schwören. Warum? Wer hat einem dazu verpflichtet, auf Allah zu schwören? Wer? Frage ich euch, wer? Die Person gegenüber von einem, die einem nicht glaubt. Wer hat einem verpflichtet, auf Allah zu schwören? Musst du schwören dann? Okay, wer hat jetzt einen verpflichtet, auf Allah zu schwören? Du selber. Du selber sagst zum Beispiel, ich schwöre auf Allah, dass ich das oder das machen werde oder das unterlassen werde. Du hast dir selber eine Last aufgebürdet. Warum? Wozu? Jetzt hast du eine Sache, an der du gebunden bist. Dein Hals ist gebunden. Deswegen haben die Gelehrten das nicht gemacht. Und wenn du dich jetzt bindest, dann musst du das auch erfüllen. Wenn du es nicht erfüllst, dann musst du 10 Arme speisen oder 10 Arme bekleiden oder als letzte Instanz. Nein, das wäre schwer. Bitte schön. Wie viele Tage? Kann man sich aussuchen? 3 Tage fasten. Die müssen nicht hintereinander sein. Die müssen nicht hintereinander sein. Anders als diese Kafara mit den 2 Monaten hintereinander fasten. Shahraini mutatabi'ain, die müssen hintereinander sein. Das ist schwer. So, das muss man sozusagen als Wiedergutmachung leisten. Na, deswegen soll man das unterlassen, auf Allah Azzawajal zu schwören. Und das ist keine gute Eigenschaft, was viele Leute machen, dass sie ständig auf Allah Azzawajal schwören. Bei jeder Sache, liebe Geschwister, dieses ist zu unterlassen.